Mann, Alter, wie siehst du wieder aus? Ich glaube, du musst erstmal langsam wieder zum Friseur, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal loslegen. So, mal ab. Mein Name ist Danger Daya und von mir ist der Song Uphill. Mein guter Freund Daniel Daya hatte damals die 5000 Abos auf YouTube geknackt. Und ich war der Meinung, da müsste mal ein Special her. Doch er hatte halt einfach nicht die Eier dazu, also habe ich das Sonst übernommen. geknackt. Verpiss dich mit Uphill, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones uns geknackt. Verpiss dich mit Uphill, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones uns geknackt. Das Thema Battle Rap und Diss-Tracks ist in der Hip-Hop-Szene ein großes Thema. Was viele allerdings dabei nicht verstehen, ist, dass das Ganze eine Kunstform ist. Und alles im Endeffekt nicht ernst gemeint ist, sondern es geht dabei nur darum, seine Skills zu präsentieren und trotzdem bleibt dabei der Respekt erhalten. Ganz im Gegensatz zu Social Media. Auf Social Media läuft das Ganze so, da gibt es Leute, die verfassen einfach Kommentare, damit sich Creator schlecht fühlen. Natürlich ist mir auch schon mal Hate widerfahren. Allerdings hält sich das Ganze natürlich bei mir in Grenzen. Bei anderen Creatoren sieht man das natürlich trotzdem ziemlich häufig. Wenn man mal durch die YouTube-Kommentare schaut, dann sieht man schon oft negative Kommentare. Dabei geht es nicht darum, wenn jemand Kritik äußert, sondern es geht darum, dass Leute einfach Sachen schreiben, die sinnlos sind, kurz und knapp, keine konstruktive Kritik, sondern einfach nur, damit sich derjenige, der das Video gemacht hat, am Ende schlecht fühlt. Ich für meine Person bekomme natürlich viel mehr positive Kommentare. Allerdings, wenn dann dennoch mal ein negativer Kommentar dabei ist, dann wiegt das auch für mich immer sehr schwer. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass wir auch im Fernsehen, im TV, die Leute achten einfach viel mehr auf negative Nachrichten und schenken denen eine größere Aufmerksamkeit. Und so geht es vielen Creatern da draußen auch. Unter 100 guten Kommentaren sind dann 2, 3 schlechte Kommentare und oft treffen die einen dann mehr und berühren einen mehr in einer schlechten Art und Weise im Gegensatz zu den 100 positiven Kommentaren. Klicks gehen nach oben, Knochen brechen. Bist kein Rookie, bist ein Pro. Schluss mit deiner Anfängershow. Ich kann nicht fahren, denn mein Reifen ist platt. Bremsen von SRAM und die Discbrakes sind nackt. Verpiss dich mit Uphill. Als Tipp, wenn jemand Hate erfährt oder negative Kommentare, die einen einfach nur fertig machen wollen, würde ich sagen, check erstmal den Kommentar, lies ihn dir genau durch, schau, ob du vielleicht daraus lernen kannst. Und wenn dem nicht so ist, wenn es einfach nur dummes Gelaber ist, einfach nur Blödsinn, dann mach da einfach einen Haken dran und scheiß drauf. Denn das Allerwichtigste ist, dass du dir da draußen nicht den Spaß an der Sache nehmen lässt, die du gerne machst. Und wenn das Videos machen ist auf YouTube, egal um welchen Level du fährst, egal ob du Pro bist oder Anfänger, es tut nichts zur Sache, wie gut du fährst. Wenn du Spaß hast daran, Videos zu machen, dann lass dir das nicht kaputt machen von irgendwelchen Hatern, die einfach dir es einfach nicht gönnen, wenn du ein paar Klicks kriegst und ein paar Abonnenten hast. Die Milestones geknackt. Live, short, stunned. Mountainbike, van, von Ford. Stoked. Steinberg, line by Fox. Go. Trayback. Ich selbst verfasse tatsächlich gar keine negativen Kommentare. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann schaue ich mir das halt einfach nicht an. Wenn ich mir etwas für die Community wünschen dürfte, dann würde ich sagen, ich sage es mal in der, wie man es in der Hip-Hop-Kultur auch sagt, Peace, Love, Unity and having fun. So, die Redaktion wünscht sich von mir, dass ich jetzt noch ein paar Kommentare vorlese, denn wir haben auf Instagram gefragt, was würdest du dir für die Community wünschen und wie sollte man am besten mit Hate-Kommentaren umgehen? Ich lese jetzt ein paar Kommentare für euch vor, weil ich darum gebeten worden bin. Es sind wirklich sehr viele Kommentare, deswegen können wir nicht versprechen, dass jeder Kommentar hier jetzt auch ins Video kommt. Aber wir gehen einfach mal rein in die ersten Kommentare und zwar schreibt einer: einfach ignorieren, denn die Leute, die Hate verbreiten, sind zu 99% unzufrieden mit sich selber. Das glaube ich tatsächlich auch. Viele
haben einfach nicht so viel Spaß im Leben, wollen irgendwie dann anderen etwas von den schlechten Bad Vibes abgeben und schreiben dann einfach einen schlechten Kommentar. Ich hatte von einem anderen Rapper-Kollegen heute erst gehört auf WhatsApp. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ich glaube Otter oder irgendwas mit, ja, irgendwas mit Otter. Und er hat berichtet von einem Hater-Kommentar, mit dem er lange diskutiert hat. Und am Ende hat er einfach nur gesagt, ey, tut mir leid, ich hatte auch einen schlechten Tag und ich wollte einfach, ja, was Negatives schreiben. Er hat sich am Ende dafür entschuldigt. Ich denke, so geht es tatsächlich vielen. Sowohl der Justus MTB als auch die Stefanie Kleves schreibt, einfach ignorieren. Ich denke, das ist das, was man auch am ehesten irgendwie machen kann. Einfach die Leute ignorieren, nicht groß darauf eingehen, den Leuten keine Plattform bieten. Der Nico, aka Naki Dai, hat auch letztens ein Video gebracht, wo er, beziehungsweise eine Instagram-Story, wo er ein bisschen sich ausgekotzt hat über bestimmte Kommentare. Und ich habe dann später eine Story gesehen, dass die ganzen Stories weg waren. Und er hat einfach gesagt, er möchte den Leuten keine Plattform bieten. Und das ist auch richtig so. Gib den Leuten keine Plattform, gib denen einfach keine Aufmerksamkeit. Ist wie Hunde, die am Tisch betteln. Wenn du die einfach ignorierst, dann gehen die auch irgendwann. So, es sind so viele Kommentare, Leute. Hier schreibt noch einer, ignorieren, je mehr Follower, desto mehr Neider. Klar, bei Daniel Dyer hält sich das ja noch in Grenzen, aber bei mir sehr viele Neider natürlich. Auch ein sehr interessanter Kommentar, bisschen verweichlicht vielleicht, aber einer hat geschrieben, schau, ob du mit dir selbst glücklich bist, nur das zählt. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen weicheimäßig, aber im Endeffekt ist das natürlich richtig, dass es nur wichtig ist, was man von sich selber hält. Wenn ich meine Musik scheiße finde, dann bringe ich die natürlich nicht raus. Wenn ich die Musik aber gut finde und mir die selber anhöre, dann freue ich mich einfach darauf und bringe das halt trotzdem online. Hier der Biken mit Dominik, den kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch. Er schreibt, fuck off, bleib du selbst, denn wenn sie über dich reden, scheint es ja interessant zu sein. Und da ist auch auf jeden Fall was dran. Es gibt ja keine schlechte Werbung, ne? Alles ist gute Werbung und alles, was Aufmerksamkeit gibt, ist irgendwie gut. Ich habe auch schon überlegt, mal den einen oder anderen kontroversen Track demnächst rauszubringen, um da so ein bisschen zu polarisieren. Aber, naja, seid gespannt, was da auf jeden Fall kommt. Auch hier, solange du das machst, worauf du Bock hast, scheiß auf die Hater. Also Leute, ich kann euch hier mal einmal zeigen, es ist wirklich so viele Kommentare. Und so viele Leute haben hier mitgemacht, das ist echt krass. Aber Dan on Specialized schreibt noch was, was auch sehr, sehr gut in die Sparte Hip-Hop passt. Each one, teach one. Und da ist auf jeden Fall was dran, wenn man sich was für die Community wünscht. Thema Unity, Gemeinschaft, Community. Einfach zusammenhalten. Die Leute, die schon besser sind, zeigen den Anfängern was, unterstützen sich gegenseitig. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe gesehen, Daniel Dyer hat auch auf seinem Reaction-Kanal auf so ein paar kleinere Kanäle reagiert. Das fand ich auch eine coole Sache, dass man den Leuten, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, da eine Plattform bietet. Auf jeden Fall eine gute Idee von ihm. Ja, was wünscht man sich noch? Kein Hate gegenüber anderen Fahrern. Einfach nur Liebe. Weniger schlechte Wettertage, kann ich auch verstehen. Ich habe auch gar keinen Bock bei dem Schlammwetter. Also letztens, als der Dyer da im Hill war mit dem ganzen Matsch. Das war schon widerlich, ne? Sah aus, als hätte er sich eingestuhlt. Ja, dass weiter zusammengehalten wird, mehr Zusammenhalt, more love and respect. Bleib wie du bist, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, mehr Toleranz, Harmonie und Wachstum, weniger negative Kritik untereinander. Ganz, ganz viel. Ich glaube, es sind sich sehr, sehr viele Leute da einig, dass es eigentlich mehr um Zusammenhalt gehen sollte. Und dass alle das gleiche Hobby haben und alle gemeinsam Spaß haben. Ich glaube, das sollte jetzt auch so langsam hier reichen. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare ich noch hier vorlesen soll. Also ist der Job jetzt erledigt? Ja? Nee? Oder fehlt noch was? Ja, okay, danke.
Peace out, Leute. Tschüss. Ich kann nicht fahren, denn mein Reifen ist platt. Bremsen von SRAM und die Disc-Brakes sind nackt. Verpiss dich mit Apple, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Verpiss dich mit Apple, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Verpiss dich mit Apple, ich fahre bergab. Der Weg